Was geht ab, Freunde? Ich bin's, euer Vassili und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, wir sind heute bei Taco Bell und werden das Ganze testen und bewerten. Ich hatte es ja schon im Chipotle-Video erwähnt, dass wir das Ganze vergleichen werden. Chipotle, gesunde Tacos, gesunde Burritos, Taco Bell, Fast Food. Was ist heute auch mit am Start? Experte, was Testen und Bewerten angeht, definitiv. Was geht ab, Leute? Also Burger und Steaks auf jeden Fall. Ja, ja. Jetzt nach anderthalb Jahren definitiv. Bestimmt. Ich habe auch von Taco Bell tatsächlich schon viel gehört. Man hört ja auch von diesen ganzen krassen Fastfood-Läden immer so ein bisschen was im Vorhinein. Ich zumindest. Und Taco Bell ist eins davon. Ich habe noch nie gegessen, deswegen bin ich gespannt. Das schmeckt. Eine Frage, meinst du, wir können da drin überhaupt filmen? Weiß ich nicht. Aber wenn sie es nicht erlauben, gar kein Problem, dann werden wir das Ganze testen und bewerten im Auto. Ihr kennt es ja von mir, von anderen Videos. Ne? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Let's go. So, Freunde, leider durften wir drinnen nicht filmen, was nicht schlimm ist. Wir werden das Ganze jetzt hier testen und bewerten. Ich habe viele verschiedene Sachen bestellt. Hier haben wir so eine Chicken Roll, die ist eingerollt in so ein Taco, in so ein Crunchy Taco. Und ja, werden wir mal probieren jetzt. Ich beiß noch einmal ab. Es schmeckt hauptsächlich nur nach Taco. So sieht das ganz von innen aus. Es ist jetzt nichts Besonderes. Hauptgeschmack ist Taco. Man schmeckt wenig von dem Chicken, wenig von dem Käse. Nichts Besonderes. Also Freunde, das ist nicht so mein Ding. Fake. Schmeckt mir nicht. Willst du probieren? Was denn? Nee. Probier mal. Schmeckt mir nicht. Nee. Dann kommen wir zum Burrito. Und das ist so ein klassischer Rinderburrito mit Rinderhack und Bohnen, alles drin. Also ein klassischer Burrito hier bei Taco Bell. Ja, und den werden wir jetzt auch mal testen. Also was den Geruch angeht, riecht schon ein bisschen komisch. Mal gucken, aber im Vergleich zu dieser Gyros Pita, die ich gegessen habe, ist das hier noch, riecht das hier noch ganz gut. Also hier ist Kartoffel drin, Rinderhack, Reis und irgendeine rote Soße. Wenn ich das jetzt vergleichen würde mit dem Burrito von Chipotle, ist der ja von Chipotle tausendmal besser wie dieser Burrito. Der kostet aber auch nur, ich glaube, war $2,20 oder so. Aber für mich jetzt nichts Besonderes. Ich beiß jetzt nochmal ran. Also mir schmeckt er nicht, Freunde. Definitiv nicht mein Ding. Ich weiß noch nicht, was das für eine Soße ist. Aber hier ist auch viel zu viel Reis drin. Aber ich sag mal so, Freunde, wenn man so ein Burrito kauft, für $2, Fast Food, kann man sich auch nicht beschweren. Kommen wir zum nächsten. Also Burrito auch nicht so gut. Bis jetzt schwierig. Was hast du da? Das ist heftig. Wasser. Das ist Chicken mit Käse und so. So eine Pita oder was? Ja, ich habe zwei Stück schon gestern, hat mir echt geschmeckt. Mhm. Das ist lecker, ne? Mhm. Das schmeckt, Freunde. Schön nach Käse. Soße ist auch lecker. Ja. Soße, Käse, Chicken. Das ist so Pizza, ne? Ja, sowas in der Art. Das schmeckt auf jeden Fall gut. Das kann man schon mal essen. Hab ich denn noch hier? Dann haben wir jetzt hier so einen klassischen Crunchy Taco. Kostet $1,60. Recht günstig. Wie ihr sehen könnt, auch einfach belegt. Hatte mit Sour Cream, leider keine Sour Cream, das ist so eine Homemade Salsa von Taco Bell mit bisschen Käse, frischen Salat und den gleichen Hack, der denke ich auch mal bei mir im Burrito drin war. Werden wir mal probieren. Riecht schon mal sehr gut. Er schmeckt gut. Aber auch den gerade. Auch, ne? Ja. Ich verstehe aber nicht, warum schmeckt der Burrito so. Also schmeckt nicht frisch, so abgestanden. Der wurde bestimmt gerade auch nicht frisch zubereitet. Der schmeckt frisch. Ja, der schmeckt frisch. Aber ich sag euch, ich weiß nicht, ob die frisch zubereitet wurden gerade, weil wir haben bestellt, 2 Minuten später war alles fertig. War irgendwie zu schnell, ne? Ja. Noch nicht mal 2 Minuten. Auf jeden Fall der Taco, der schmeckt gut, frisch. Ich habe auch noch einen anderen Taco. Das ist der gleiche. Was gibt's hier? Genau, hier habe ich einen anderen Taco. Das ist weicher Taco mit Crunchy Taco. Ein bisschen Sour Cream. Ansonsten das gleiche drin wie bei dem Taco davor. Den werden wir jetzt auch mal probieren.
Heftig. Er schmeckt gut. Sour Cream, alles perfekt. Ein bisschen Schärfe, einfach perfekt. Der schmeckt sehr gut. Ich habe ja auch so eine Cheese-Soße bekommen. Und wir drehen jetzt richtig durch. Wir ballern uns jetzt hier noch diese Cheese-Soße drauf. Und jetzt beißen wir rein. Man kann nie genug Käse haben. Wow. Freunde, jetzt noch mit dem flüssigen Käse. Bombe. Also wirklich geil, vom Feinsten. Dieser Taco ist geil. Die Tacos hier bei Taco Bell kann man definitiv, was Qualität angeht, mit Chipotle vergleichen. 100%. Was jetzt den Burrito angeht, auf keinen Fall. Aufpassen. Was hast du da noch? Gar nichts mehr. Ich geh auch noch mal rein. Ich geh auch noch mal rein? Ja, ja. Diese Pizza hole ich mit, die war heftig. Ja, ich hole mir diesen Burrito. Ich würde sagen, ich hole mal den Burrito, den ich euch gerne zeigen möchte. Mein Lieblingsburrito. Mal gucken, ob er hier auch schmecken wird. Ich hatte den schon 2014 gegessen, wo ich hier in L.A. war bei Taco Bell. Das war aber ein anderer Taco Bell und ich bin gespannt, ob er immer noch so gut schmeckt wie 2014. Ich werde ihn euch jetzt zeigen. Tolle Gerni. So, Freunde. Ich habe jetzt noch mal den Burrito geholt, den ich euch empfehlen möchte. Ich hoffe, der ist jetzt immer noch so gut wie 2014. Und dann habe ich noch mal so ein Gebäck gefunden. Das werde ich euch gleich auch zeigen. Werden wir mal testen. Ja. Als erstes kommen wir aber zu dem Burrito. Und zwar haben wir hier ein Double Cheese Burrito mit Potatoes. Den habe ich extrem gefeiert, wo ich 2014 bei Taco Bell gegessen habe. Wir waren 3 Tage hintereinander bei Taco Bell. Der Taco Bell war direkt vor unserem Hotel und dementsprechend natürlich ist es einfach, abends mal kurz rüber zu gehen und dann so ein Burrito zu essen. Deswegen war ich da auch öfters. Aber was ich direkt merke, oder ich weiß nicht, kommt es mir vielleicht nur so vor, den Burrito, den ich gegessen habe bei dem anderen Taco Bell, war irgendwie dicker. Das fand ich bei dem anderen auch schon. Der war auch schon recht dünn. Ne, der war dicker. Genau, der war dicker. Okay, bin gespannt. Einfach nur geil, Freunde. Mhm. Auf jeden Fall dieser Burrito von der feinsten Sorte, den kann ich euch empfehlen, wenn ihr bei Taco Bell seid. Bestellt euch den Double Cheese Potatoes Burrito von der feinsten Sorte. Und soll ich das gleich alles aufessen? Und ich wollte abnehmen. So, dann kommen wir zu dem leckeren Gebäck. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Auf jeden Fall ist es mit Zimt und Zucker. Und ja, wir werden einfach mal das Ganze probieren. Das ist wie Chips. Wie Puffreis. Das ist so ein Puffreisteig, Freunde. Mmh. Jo. Die sind heftig. Ja. Hier. Also die sind geil. Ich liebe sowieso Zimt. Also Puffreis. Hammer. Das ist eh geil. Auf jeden Fall richtig geiles Gebäck. Also Fazit der Geschichte ist, den Burrito, den ich euch gerade gezeigt habe, mit Double Cheese und Potatoes drin, kann ich euch definitiv empfehlen. Gönnt euch den. Dann hat mir auch gefallen dieser Double Cheese Taco mit diesem Crunchy Taco und dem weichen Taco und dem flüssigen Käse, den man drüber schütten kann. War schon recht geil. Die anderen Sachen, ganz ehrlich, Freunde, nichts Besonderes. Gefällt mir nicht, schmeckt mir nicht. Aber diese beiden Sachen definitiv kann ich euch empfehlen. Und natürlich, ja, dieses leckere Gebäck hier. Das ist auf jeden Fall mein Favorite. Kann man mir gönnen. Nachdem wir jetzt selber hier viel gegessen haben, würde ich dem Ganzen auch 3 Sterne geben. Alles wieder überbewertet. Klarer Gewinner ist da, Chipotle. Ist vielleicht ein bisschen teurer, dafür ist es frisch und definitiv kein Fastfood, so wie Taco Bell. Also mehr Schein wie Sein. Was meinst du? Ich schließe mich auch 3 Sterne an. Diese Käsepita war ganz geil, aber Chipotle ist safe besser. Auch gesünder, wie Vasili schon gesagt hat. Ja. Schmeckt man auch sofort raus. Und ja, Taco Bell also, wieder mal mehr Schein als Sein. Genau. Also wenn man jetzt günstig mexikanisches Fastfood essen möchte, natürlich eignet sich dafür ganz gut Taco Bell, aber ich kann euch eins definitiv sagen. Hier in Amerika gibt es so viel mexikanisches Fastfood. Das sind keine Ketten. Diese Namen kennt man nicht, aber dort bekommt man definitiv bessere Burritos, Tacos wie bei Taco Bell. Definitiv. Okay. So, Freunde, dann kommen wir auch zum Ende des Videos. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben und die Gewinner von meinem letzten Video, also das Gewinnspiel zu meinem Kochbuch, werde ich in die Kommentare schreiben unter dem Video, was am Sonntag online kommt, Freunde. Dann würde ich sagen, ich genieße jetzt noch den Rest von dem Fastfood und ihr kennt es von mir, der Klassiker. Bis zum nächsten Video.